Ja, gestern habe ich leider auch aufgrund der Krankheit dann eine geile Messe zum Thema Gaming und so verpasst. Die Next Level Konferenz in Dortmund ging es mir schon gar nicht gut. Dann hatte ich noch einen Termin am Abend, auf den hatte ich eigentlich nicht wirklich Lust, aber es war wichtig. Und dann habe ich mich einfach nur noch ins Bett geworfen und ich war so fertig. Und dann hätte ich eigentlich noch nach Dortmund fahren müssen, um da eine Story zu erzählen über EVE Online. Und das war mir eigentlich, da wusste ich ganz genau, wenn ich da jetzt hinfahre, das geht in die Hose. Also habe ich es gelassen. Das war, glaube ich, auch besser so. Ja, sehr schade, aber jetzt ist einfach gerade auch so ein bisschen Winterzeit. Und es ist das erste Mal, dass ich hier in meiner neuen Bude auch im Winter hier bin. Und die ist leider schlechter isoliert, die Bude, wie die Bude zuvor, in der ich gewohnt habe. Und das merkt man auch gleich. Also ich wache morgens auf, mir ist einfach so kalt. Ich habe auch den ganzen Tag nur die Heizung laufen, weil sonst friert man sich hier den Arsch ab. Ich wohne eigentlich direkt unterm Dach. Im Sommer war es sehr geil, weil es einfach voll kühl war die ganze Zeit. Aber ich hätte nicht erwartet, dass es das bedeutet, dass ich im Winter friere. Also ich hätte irgendwie eher gedacht, dass es das bedeutet, dass es im Winter schön warm ist, weil irgendwie gut isoliert oder so. Aber ist es halt irgendwie gar nicht. Naja. So, ich hoffe, dass ich die erste Folge, boah, das sieht so gut aus, dass ich die erste Folge hiervon noch jetzt gleich rausbekomme. Wie lange nehme ich denn auf? Eine halbe Stunde. Um dann, ja gut, das Thema werdet ihr trotzdem erst am Samstag sehen, denke ich jetzt mal. Ja gut, von dem her ist es egal. Vielleicht mache ich morgen auch ein, mal wieder ein Vlog. Ich habe ja mal das letzte Mal, als ich eins gemacht habe und damit auch das erste Mal, war während dem Yumi Creators Camp. Habe ich, glaube ich, auch schon von hier von erzählt, glaube ich. Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ja, und da war mein erster, habe ich meinen ersten Vlog gemacht. Und war ich Mr. Vlog sozusagen. Und ja, vielleicht mache ich morgen wieder eins. Mal schauen. Wirklich viel zu erzählen habe ich ja eigentlich nicht. Aber ich könnte halt vom Broad ID irgendwie ein bisschen vloggen. Je nachdem, vielleicht ist es auch voll uncool, wenn da so YouTuber sind, die es voll drauf haben. Und ich meine, mit meiner Cam irgendwie was am Start haben zu müssen. Höh, kann auch voll doof sein. Naja, ich habe mein Handy dabei. Damit kann ich notfalls 4K-Videos aufnehmen. Ich gucke einfach mal, was los ist. So, wunderbar, das läuft. Was haben wir denn hier? Sind das Eichen oder Fichtenholz, Bäume? Das könnten, glaube ich, ja, nach der Größe noch zu urteilen, ist es immer noch Fichte. Wo ist mein Sprungknopf da? So, und gleich können wir unsere super Schapitz, nee, unser super Hacke ausprobieren. Unser super Hackebeilchen. Jawohl, fast zwei Stacks Fichtenholz, sehr cool. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir überhaupt normales Holz herkriegen. Ich glaube, das ist normales Holz. Ja, normales Eichenholz, sehr gut. Ja, weil wir haben halt einfach überhaupt gar kein Holz mehr gehabt. Und jetzt müssen wir uns erstmal wieder da versorgen. Ist immer noch eine Versorgungs. So, jetzt probieren wir die Mega-Eisen-Axt aus. Bam, bam, bam. Sehr geil. Das geht gut ab. Hut ab, das geht gut ab. Bam. So. Hat uns auch gar nicht so viel Level gekostet, ne? Wir hatten 44 und jetzt haben wir 37. Also kann man machen. Dafür, dass man dann so geil Holz abbauen kann. Sehr fett. Vermutlich geht es aber auch voll schnell kaputt. Also Haltbarkeit ist wahrscheinlich echt mies. Aber jetzt für unsere Holz-Session ist das schon in Ordnung. Müssen wir mal gleich gucken, dass wir die ganzen Säpplinge einsammeln. Nice, nice, nice. Nice-ikowski. So gut. Bam, bam. Alter, das ist einfach so schön, wenn man so eine geile Spitzhacke hat. So. Bam, bam. Oh, ein Äpfelchen.
Ja, Gemüse haben wir auch nicht wirklich viel am Start. Ja, dann holen wir mal ein paar Säpplinge. Ja, ich weiß, hier ist eine Höhle. Dankeschön für den Tipp. Ja, und geht schon wieder die Sonne unter oder was ist da los? Sieht fast so aus, hm? So. Alter, das geht so flott, die Karotti. Ja, ich kann mir noch daran erinnern, dass wir so viele Säpplinge hatten, dass wir einfach unsere komplette Insel mit Bäumen gepflanzt haben. Müssen wir jetzt mal gucken. Wir müssen eigentlich auch relativ viele Säpplinge jetzt bekommen. So. Gehen wir jetzt auch gleich mal wieder pennen. Da unten sind noch welche. Na los. Ja, ne, ist so ein bisschen laut das Stampfen. Das fand ich dann doch bei der anderen Version ein bisschen besser. Und ich höre nicht ein einziges Monster. Wir gehen einfach zu früh schlafen, würde ich sagen. So. Was war da? Achso. Da falle ich jetzt immer wieder drauf rein. So, und wunderbar, wie die Sonne untergeht. Ein Traum. So, ab ins Bett. Tür zu und gute Nacht. Klingst ein bisschen wie ich gerade mit meinem Schnupfen, würde ich mal sagen, hä, Kollege. So. Und unsere Axt hält noch eine Weile. Na, wir müssen hier lang. Schnell man mal komplett mal den Wald abrodet. So. Vielleicht wachsen dann die Kollegen auch mal. Oh, hier haben wir ja richtig viele Säpplinge. Die wollen wir natürlich alle haben. Die wollen wir hier nicht liegen lassen. Oh ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alle her damit. Wunderbar. Ja, ich muss ja sagen, ich habe ja für einen Moment irgendwie damit, oder hatte ich überlegt, ob ich nicht vielleicht für diese Welt Feed the Beast nehmen soll. Aber dann dachte ich mir so, eigentlich gar nicht. Weil auch so cool das Ganze ist mit Feed the Beast und was für Möglichkeiten da man hat, man neigt dazu, sich ablenken zu lassen von den ganzen Features und sich nicht mehr auf das zu besinnen, was man mit Minecraft eigentlich machen kann. Also klar, du kannst auch alles andere dann damit machen, ne? Du kannst halt auch modden und du kannst dann halt auch alles andere, alle anderen Features damit machen. Aber von dem, was so die Grundidee von Minecraft ist, nämlich einfach Klötzchen aufeinander zu setzen, das finde ich halt auch geil, dass du trotzdem noch die Möglichkeit hast, einfach zu sagen, ja, ich will halt einfach die Vanilla-Version oder so eine ähnliche Version wie Vanilla haben. Und will halt einfach bauen und bei uns ist es ja auch so, wenn ihr euch vielleicht fragt, was ist so ein bisschen das Ziel der ganzen Geschichte. Ja, geil, der Apfel. Das Ziel ist es nicht jetzt sozusagen irgendwie ein Atomkraftwerk zu bauen oder so, sondern eine stimmige, schöne Welt zu bauen, in der man sich einfach wohlfühlt. Was ist denn, ist aber hier, ach okay, ich dachte gerade hier wächst ein Kürbis, eine schöne Welt zu bauen, in der man sich wohlfühlt, wo man sich auch so ein bisschen heimisch fühlt. Ja, wir sind ein bisschen wie eine kleine Heimat. Und das zu schaffen, das ist mir wichtiger, wie sehr viele Features zu haben. Die kommen immer noch dazu, aber ich muss ehrlich sagen, die Features, die es jetzt schon gibt, die reichen vollkommen aus, um das zu bauen, was ich mir halt erhoffe und erträume. Und darum geht es mir so ein bisschen, ne? Also einfach eine schöne Welt zu bauen. Okay, den Baum lassen wir stehen.
Und wenn das. Und das Tolle ist halt, dass man dafür nicht viele Features braucht. Also das reicht halt einfach. Es reicht halt einfach Vanilla dafür. Gut, jetzt machen wir es noch ein bisschen schicker, ne? So ein bisschen Gronkh-Style-mäßig, einfach ein bisschen Shader und schöne Texturen und so. Wobei das hier immer noch sehr weit weg ist von Gronkh, aber zumindest in die Richtung geht. Und ja, es reicht sozusagen, das, was es gibt. Man braucht da einfach gar nicht so viele Features und dafür ist es dann halt auch einfach nicht, also fehlen mir so ein paar Funktionen, die es halt bei 1.8 oder von den früheren Versionen halt schon gibt. Gut, den Marmor werde ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen vermissen, weil der sieht schon, der ist ganz nice. Aber ich glaube, das war es dann auch schon. Also, so wild ist es dann nicht. So, so langsam haben wir hier ordentlich abgeholzt. Wie sieht's aus? Jawohl. Fast 2 Stacks Fichtenholz, schon 2,5 Stacks Eiche. Das wird. Das sieht einfach auch voll geil aus, finde ich. Plöp, plöp. Wie viele Säpplinge haben wir? 38, ist das viel? Ich weiß es nicht. Naja gut, wir sammeln jetzt ja auch noch einige auf. So. Wunderbar. Hallo. So. Wenn ich ein bisschen nach Nase rieche, nicht rieche, wenn ich ein bisschen nach Nase klinge, dann wisst ihr, das liegt an meinem Schnupfen. Schaut mal da rein. Ist auch eine fette Höhle am Start. Oh, Leck gehabt. Hoffentlich stürzt meine Welt nicht ab oder so. Das wäre ganz schlecht. Oh, Alter. Wer hat denn hier gebaut? Warum ist denn hier das so unvollständig gemacht mit dem Gedöns? So nicht. Schlamperei. Machen wir gleich mal hier dicht. Hier sollen ja, wenn. Hier spielen ja auch ab und zu Kinder. Und nicht, dass die da reinfallen. Oh oh, unsere Axt ist gleich kaputt. Ja gut, wenn die kaputt ist, dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Holz abbauen. Und wir sammeln dann fleißig Säpplinge ein. Bringen die Säpplinge dann bei Zeiten wieder aus. Und ja. Dann gucken wir auch mal, was wir eigentlich für Steine am Start haben. Denn eigentlich gibt es ja mittlerweile noch viele weitere verschiedene Steinsorten, die es jetzt in unserem Bereich nicht gibt, weil wir natürlich hier in einer früheren Version. So, und das war's. Diesen Cluster, diesen, wie heißt denn das nochmal? Erstellt haben. Das heißt, hier gibt es jetzt generiert haben. Deswegen gibt es hier jetzt natürlich. Oh, wie viele Äpfel, geil. Deswegen gibt es hier natürlich jetzt nicht die ganzen anderen funky Steine und so. Das heißt, wir müssen vielleicht auch nochmal eine Tour machen und uns diese gesamten Steine besorgen, damit wir einfach auch ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben. Die wir jetzt nicht unbedingt brauchen, aber die ich einfach auch gerne zur Verfügung haben möchte, um zu sehen, okay, wir brauchen sie nicht. Oder sie sind halt nicht so notwendig. Oder vielleicht, um mal Akzente zu setzen oder so, wäre eigentlich schon ganz geil. So, haben wir alles aufgesammelt. Sieht so aus. Ja. Ja. Okay, nice. Dann sind wir damit einigermaßen durch. Und warum ist hier eigentlich so ein Loch? Haben wir irgendwie Erde? Hier ist eine Tulpe. Das haben wir auch mal von unserer Blumensession irgendwie mitgebracht. Hier eine orangene Blume, Tulpe und hier eine rote Tulpe. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Diese lilanen hier, das sind in der Tat, das ist Dill, glaube ich. Großer Dill.
Und hier haben wir auch noch Tulpen. Eine rosane und eine weiße. Schön, ne? Und hier haben wir auch noch verschiedene Blumensorten. So. Na, was macht denn hier die Kuh?